Guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich begrüße euch aus Spanien. Bin letzte Woche Freitag, also am 1. Dezember losgefahren und bin ziemlich gut durchgekommen. Eigentlich war das geplant, dass ich mautfrei fahre. Da es aber witterungstechnisch nie so pralle war, bin ich dann doch bei Lyon auf die Autobahn gefahren und das ging halt zügig voran. Ja, bei Impressionen bisher, ich habe nicht allzu viel gefilmt, weil das ist alles momentan eine Umstellung. Auf dieses Thema komme ich gleich nochmal ausführlicher drauf zu sprechen. Ein paar Impressionen von meinen bisherigen Erlebnissen zeige ich euch jetzt in diesem Video. Viel Spaß beim Schauen. Sorry, dass es so lange gedauert hat mit dem nächsten Video auf meinem Channel. Ich habe ein bisschen Zeit gebraucht für mich, Zeit gebraucht, um überhaupt zu verstehen, was passiert ist. Das letzte Video, ein paar haben das ja gesehen, das habe ich festgestellt im Nachhinein, das war keine gute Idee, weil total voller Emotionen war und es passt einfach nicht zu diesem Channel hier. Daher habe ich mich nach 1,5 Tagen dazu entschieden, das Video wieder rauszunehmen. Das passt einfach. Wie dem auch sei, wie es einige ja mitbekommen haben, Maya und ich haben uns getrennt. Und am Anfang habe ich den Fehler gemacht und habe einfach mich auf das Negative konzentriert, was diese Trennung betraf. Und habe mich dann auch oder bin dann auch ziemlich in Gedanken versunken. Allerdings habe ich aus dieser Beziehung vieles gelernt und habe mich dann auf die positiven Dinge konzentriert und habe mich auch dann ziemlich zügig entschlossen, Anfang Dezember loszufahren, was ich ja auch gemacht habe, weil alles konnte ich nicht verändern, aber das Wetter konnte ich verändern. Und jetzt stehe ich hier unterhalb von Valencia, angenehme 18 bis 20 Grad heute. Und das macht schon viel mehr Sinn, den Winter hier zu verbringen, als jetzt eben von Deutschland, in meinen Augen, wenn ich die Möglichkeit habe. Ja, an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Maya für diese wundervolle Zeit, für die ganzen Erlebnisse, gemeinsame Erlebnisse. Und ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute in deinem weiteren Weg und mach's gut. Hiermit ist für mich dieses Kapitel auch abgeschlossen. Ich werde da auch mich zukünftig auch nicht mehr dazu äußern. Strich runter, Leben geht weiter. Der Channel geht weiter, das habe ich mir jetzt auch die Tage noch überlegt und beschlossen, einfach weiterzumachen, weil ich halt gerne positive Erlebnisse mit euch teilen möchte und als nächstes, was ich dann
mir vorgenommen habe, endlich mal das Thema Heckträger anzuschneiden, was ich jetzt alles da verändert habe. Und ja, das denke ich mal, zeige ich euch ausführlich im nächsten Video, wenn ich die Fahrräder vom Träger runterhole. Und um euch den Eindruck zu vermitteln, wo ich mich gerade befinde, also ich stehe wirklich ein paar Schritte vom Wasser entfernt. Es ist eine sehr schöne Gegend und ich genieße jetzt die Zeit hier und versuche ein bisschen zu sortieren, versuche ein bisschen zu mir wieder selber zu finden. Leute, in diesem Sinne, ich werde mich bald schon wieder bei euch melden und wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Sonntag. Bis dann!